Für die Zuschauer war es ein sehr, sehr interessantes Spiel. Es war für uns das erste Auswärtsspiel in der dritten Liga, dann natürlich gleich vor so einer Kulisse. Das ist natürlich nicht oder war nicht alltäglich für uns. Wir müssen uns damit aber auseinandersetzen. Wir müssen es lernen, vor dieser Zuschauerzahl eben auch unser Spiel zu spielen. Und das haben wir in den ersten 10, 15 Minuten mit zu viel Respekt getan. Wir haben den Gegner leider nicht so unter Druck setzen können, vor allem unsere eigenen Hälfte nicht unter Druck setzen können, dass die Duisburger sehr, sehr gut ins Spiel gekommen sind. Klar, mit der ersten Aktion natürlich auch gleich dann das Tor gemacht haben. Und wir haben dann ein bisschen gebraucht, um uns auch wieder zu sammeln. Der Ausgleich war sicherlich sehr, sehr glücklich, aber auch schön rausgespielt, nach dem Ballgewinn dann eben den Konter gesetzt und auch den ersten Konter, den wir gesetzt haben, auch gleich verwandelt. Und damit waren wir natürlich zurück im Spiel und dann ist unserer Mannschaft oder meiner Mannschaft auch dann dementsprechend ein bisschen Last von den Schultern gefallen. Ja, wir haben dann ein bisschen versucht, oder wir haben mehr dagegen halten können und dann sicherlich gleich darauf die Chancen zum 2:1 von Tobi Rüde, den er leider drüber setzt. Ansonsten wären wir sicherlich da in Vorsprung oder in Führung gegangen und hätten dann sicherlich Möglichkeiten gehabt, mit unserer starken Defensive auch da lang dagegen zu halten. Erste Halbzeit ging und zweite Halbzeit ging in Duisburg. Wir mussten glücklich sein, dass wir die Pfostenschüsse, den Pfosten hatten wir halt ganz sicherlich auf unserer Seite, dass wir die Pfostenschüsse, dass sie nicht reingegangen sind. Wir hatten einen überragenden Torwart im Tor, der heute über sich hinausgewachsen ist. Sehr junger Bursche, klasse Leistung, die er da abgeliefert hat und freut mich auch sehr für ihn, dass er so eine Leistung gebracht hat. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass der Punkt für uns unverdient war. Ich glaube, dass wir immer diese Nadelstiche gesetzt haben. Wir haben sehr, sehr viele Chancen zugelassen, hatten aber auch immer wieder mal eine brenzlige Situation vor dem Duisburger Tor, das wir sicherlich auch immer wieder mal zum Abschluss hätten bringen können, wenn wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zutrauen in unsere Stärke hätten. Wir sind glücklich, ich bin stolz auf meine Truppe und wir freuen uns, dass wir das erste Auswärtsspiel im neuen Jahr, in der neuen Saison, in der neuen Liga mit einem Punkt die Rückreise antreten dürfen. Danke. Ich glaube, dass wir heute hier von der ersten Minute an da angesetzt haben, wo wir in Regensburg aufgehört haben. Wir sind in Führung gegangen, haben dann durch eine unglückliche Situation oder Aktion Gegentreffer bekommen. Aber ich glaube, die Mannschaft hat dann trotzdem gezeigt, was in ihnen steckt. Das haben sie richtig gut gemacht. Wir haben Chancen gehabt en masse. Der Spiel hätte sicherlich, keine Ahnung, 7-2, 8-2, 9-2 ausgehen können. Aber es sollte nicht sein. Ich glaube, wir haben alles gegeben. Ich glaube, der Frieden ist auch aufs Publikum rüber. Die sind auch mitgegangen, haben uns unterstützt. Und die Mannschaft war bis zum Schluss dran. Man hat es auch in der 90. oder 93. oder 94. was das war, mit dem Schuss von Dennis Grote. Eigentlich nach der Gerry auf der Linie alles falsch, was ein Abwehrspieler falsch machen kann, weil da wird eine Ecke abgewehrt, normal läuft man da raus. Ja. Aber er bleibt stehen und köpft das Ding von der Linie. So ist es. Ich kann nur ein Kompliment an meine Mannschaft, dass sie bis zum Schluss geglaubt haben, das Ding noch zu drehen. Leider haben wir es nicht ganz geschafft, aber ich bin absolut zufrieden. Auch Kompliment an Groß Asbach, würde ich sagen, die dann mit einem Mann weniger sich gut verteidigt haben. Es war sicherlich nicht leicht, trotzdem haben wir uns viele Chancen rausgespielt. Danke. Ich glaube, das ist relativ schnell zusammengefasst. Ich glaube, wir waren hoch überlegen heute, die klar beste Mannschaft, und es hätte eigentlich nur einen Sieger geben dürfen. Ich finde, dass wir heute ein richtig gutes Heimspiel abgeliefert haben. Ich glaube, seitdem ich hier bin, eins der besten. Und ich habe gerade in der Kabine schon gesagt, ich stelle einen Antrag, dass wir das Tor vielleicht ein bisschen verschieben zum nächsten Spiel, weil wir so oft den Pfosten getroffen haben. Und wir haben ein gutes Spiel gemacht, sind früh in Führung gegangen, richtig gute Zeichen gesetzt, richtig viel Elan gehabt bis zum Gegentor, was ein bisschen unglücklich war. Aber dann ein paar Minuten gebraucht, um uns wieder zu sammeln. Aber danach, denke ich, war es Einbahnstraßenfußball. Und es hat leider nicht mit dem Sieg gereicht. Ach, das ist unabhängig vom Tor. Es ist natürlich traurig, wie ich gerade schon gesagt habe, dass wir so ein Spiel nicht gewinnen. Wir laufen schon jetzt der Musik ein bisschen hinterher. Wir hatten eigentlich die 3 Punkte fest eingeplant, aber leider ist es so, jetzt müssen wir uns die am Mittwoch wiederholen. Ich glaube, erste Halbzeit auch, als Scheuche den Ball an den Kopfball an den Pfosten setzt. Den habe ich auch schon drin gesehen. Der Torwart hat zwischendurch nochmal einen gehalten. Also heute war ein Sieg auf jeden Fall drin und den hätten wir auch erreichen müssen können.
dürfen. Ja. Wir hatten, glaube ich, heute Chancen für 2 oder 3 Spiele. Ich glaube, es ist selten in der dritten Liga, dass man so viele klare Torchancen bekommt. Und das ist natürlich bitter, dass heute kein zweites gefallen ist. Also wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht heute. Wir haben leider es nicht geschafft, dann den Ball über die Linie zu bringen. Aber wir können hier mit breiter Brust aus dem Spiel gehen und uns jetzt voll auf Mittwoch auf das Spiel in Mainz konzentrieren. Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. Wir haben uns auch diese Woche schon nicht aus der Ruhe bringen lassen nach dem schlechten Spiel letzte Woche in Regensburg. Und wir werden am Mittwoch da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben. Das heißt, es gut regenerieren für die nächsten Spiele. Danach haben wir auch noch ein paar Highlights auf jeden Fall. Deswegen, jedes Spiel ist für uns wichtig. Und ja, wir freuen uns natürlich auch wieder auf Mittwoch, auf das nächste Spiel und dann nächste Woche wieder ein Heimspiel. Dafür haben wir eine Vorbereitung gehabt. Wir werden schon alle die Spiele auch durchstehen können. Da sind wir fit genug.